Hallo, herzlich willkommen, liebe YouTube-Welt. Grüßt euch meine Twitch-Läuse zu einem weiteren Meta- und Deckbericht hier auf YouTube. Ja, diese Serie soll nicht sterben. Wer meinen Stream verfolgt, der weiß, dass ich im Moment nicht ganz so viel Spaß mit Hearthstone habe. Ich habe die Streamzeit schon relativ eingeschränkt, also auf 3-4 Stunden am Abend. Ja, es ist nicht meine Meta. Ich mag so gut wie kein Deck, worüber wir jetzt gleich hier sprechen. Aber weiterhin mag ich hier YouTube-Videos zu schneiden und weiterhin rede ich gerne. Insofern, das hier mache ich sehr, sehr gerne, da habe ich richtig Bock drauf. Und gerne bringe ich euch auch Decks bei, die ihr spielen könnt, die ihr vielleicht gerne spielt. Also vielleicht ist es ja eure Meta. Das ist ja eine persönliche Geschichte. Meins ist es wirklich im Moment leider nicht. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Da kann ich ja mal kurz off-topic geben. Dean Ayala hat gesagt, dass der Battlegrounds Reset mit Patch 18.4 kommt. Wir hatten jetzt gestern vor ein paar Tagen hatten wir jetzt Patch 18.2 und der Battlegrounds Reset, der MMR Reset, also der Punkte Reset, kommt mit Patch 18.4. Ist logischerweise noch vorm nächsten Add-on und 18.4 ist jetzt auch nicht so weit von 18.2 entfernt. Also ich rechne mit nächsten Monat. Nächsten Monat ist Oktober. Das heißt, nächsten Monat müsste das Halloween-Event kommen. Das würde also passen für einen Patch. Nächsten Monat könnte dann der neue Modus kommen, weil ich meine, wenn er irgendwann während des Add-ons noch kommen soll, also während der Add-on-Phase jetzt, dann müsste er ja im Oktober kommen, denn im November geht es ja schon los, dass wir über das Add-on im Dezember sprechen. Also im November ist quasi schon das nächste Add-on geplant. Also ist Oktober eigentlich so der letzte Monat, wo man dafür so ein bisschen Hype schaffen kann, finde ich. Also ja, insofern, Battlegrounds Reset kommt auf jeden Fall relativ bald, 18.4, dürfte wohl nächsten Monat kommen, der Patch, der dann wahrscheinlich auch das Halloween-Event bringt. Und ich hoffe, dass dann auch der neue Modus kommt. Insofern, ich bin schon noch ein bisschen gehypt und freue mich auf die Dinge, die da kommen und erwarte mir von denen halt ein bisschen Veränderung oder natürlich vom neuen Modus auch wieder richtigen Spielspaß. Habe ich im Moment nicht so, aber ist ja völlig wurscht. Das hier habe ich Bock drauf. Euch möchte ich gerne zeigen, was ihr spielen könnt. Ich habe auch ein neues Mikrofon übrigens. Mir gefiel der Sound in letzter Zeit nicht. Da war mal so ein Ratschen im Dings, was gar nicht unbedingt am Mikrofon lag. Es lag eher so an den Einstellungen an der Kulisse. Das Mikrofon steht jetzt wesentlich weiter hinten. Ja, ich hoffe, das ist also besser. In dem Test, den ich gerade gemacht habe für eine Minute oder auch gestern und vorgestern schon, da war das eigentlich jetzt ziemlich okay. Insofern hoffe ich, dass es sich auf jeden Fall stark gebessert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an. Ich glaube aber, dass ich mit den Decks an sich schneller durch bin, weil so viel hat sich nicht geändert. Insofern, ja, wie lange ich am Ende rede, weiß man nie, aber normalerweise sollte das alles ein bisschen zügiger gehen. Wir fangen an, wie immer, mit dem Worry. Wir machen also gleiche Dings wie immer. Der Worry, würde ich sagen, hat wirklich den größten Pool an Decks. Wie gesagt, nochmal, vor 2 Wochen habe ich einen Metabericht gemacht, vor 4 Wochen habe ich einen Metabericht gemacht. Guckt die euch gerne nochmal an. Die Decks sind zum Teil immer noch aktuell, können immer noch gespielt werden. Also ja, ich blende die auch mal hier ein. Zumindest den letzten als Marker da oben, wenn ihr das sehen wollt. Da waren auch schon Worry-Decks dabei, zum Beispiel der Bomb-Worry. Ja, also wundert euch nicht, nur weil ein Deck hier nicht auftaucht, heißt es nicht, dass es unspielbar ist oder keine Meta ist. Ja, das heißt nur, ich habe das Deck schon mal behandelt, ich möchte euch was Neues zeigen. Also ja, guckt euch den letzten an, da sind auch nochmal Decks, da ist zum Beispiel der Bomb-Worry dabei. Ich habe euch jetzt extra hier mal Decks gezeigt, die vielleicht nicht sofort jedem in den Kopf kommen. Das ist zum einen der Enrage-Worry, damit hat Vetch Murphy Early Legend gemacht. Was Early Legend mit 11 Sternen bedeutet, sei dahingestellt. Insofern muss dieses Deck jetzt auch nicht absolut mega krass sein, aber wenn er wirklich Early Legend Rang 1 war, muss er auch schon ein bisschen was gewonnen haben. Insofern auch der gute alte Enrage-Worry mit Grommash, mit Korkrons, mit Kopierdienern und den Bomben, so wie er vor 2, 3, 4 Monaten gespielt wurde in der letzten Addon-Phase, auch der ist noch machbar und spielbar scheinbar. Wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Und dann noch ein Control-Worry, wobei auch, was heißt Control-Worry? Es ist, im Endeffekt ist Worry immer dasselbe. Es ist halt Schildschlag drin, es ist die Risky Skipper, die wagemutige Kapitänin ist drin. Mit der kann man dann Karten ziehen über Kampfeswut, über Battle Rage. Mit der kann man Sachen kopieren mit der Söldnerin. Mit der kann man Rüstung machen, mit der Rüstungsschmiede. Das sind immer die gleichen Kombos, die der Krieger abfährt mit der Risky Skipperin. Das gefällt mir persönlich am Worry halt auch nicht. Insofern Control hin oder her, aber es hat halt keine Bomben drin. Man will wirklich einfach nur versuchen, mit dem Rüstmeister, man kann den Prime, kann man mit der Blutschwur-Söldnerin kann man kopieren.
Man kann mit der Rüstungsschmiedin und der Risky Skipperin sich unendlich viel Rüstung machen. Also man hat viel Early Game Removal, viel Rüstungsherstellen, ein bisschen Waffenklau. Und damit sollte man dann ganz gut gegen Facehunter, gegen Demonhunter, sollte man damit ganz gut ankommen. Gegen Druiden hat man Doppelbrawl und Deathwing und Klingensturm, was ganz gute Karten sind. Ob das reicht, sei dahingestellt. Wie gesagt, ich habe kein Set-Deck jetzt irgendwie, oder die meisten Decks habe ich jetzt nicht irgendwie groß getestet. Ne? Ich zeige euch die Decks nur, versuche zu erklären, was ich da sehe. Das heißt nicht, dass dieses Control-Warrior-Deck hier der absolute Wahnsinn ist, aber dieser Gladen oder Gladen hat damit ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Und wenn ihr Bock auf Control-Warrior habt, könnt ihr diesem Ding ja eine Chance geben. Lord Barov ist noch ein Clear, Nötigungen sind zweimal ein Hard-Clear, also man hat schon einige Removal im Deck. Spielbar weiterhin Bomb-Worry, spielbar weiterhin Big-Worry. Ich denke, Highlander-Worry ist auch einigermaßen spielbar. Also ja, der Worry hat wirklich 4-5 Decktypen, die man theoretisch spielen kann. Alles so ein bisschen ähnlich natürlich, aber doch dann mit Variationen und anderen Win-Conditions. Ja, der Schaman ist der Einzige, der kein einziges wirkliches Deck hat. Wie gesagt, so wenig ich die Meta mag und so wenig Spaß sie mir macht, weil ich kein einziges Deck habe, wo ich denke, mega geil. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen habe ich jetzt rumbekommen mit meinem Kontrollschaman. Also auch der Kontrollschamane zum einen im Discord zu finden, 2-3 Kontrollschaman-Decks, die wir gespielt haben und auch im letzten Video. Ja, ist wirklich ein lustiges Deck. Das Problem ist nur, der Kontrollschaman ist halt mega gut gegen Demon Hunter, gegen Face Hunter und gegen Schurken, gegen Aggro-Schurken. Aber es gibt jetzt Tempo Mages, es gibt Druiden, es gibt ANG-Secret-Schurken wieder. Ja, die Meta, es gibt wieder gefühlt wieder ein bisschen mehr Priester, gegen das ist auch schlimm. Also wie gesagt, die Meta hat sich gegen den Schaman entwickelt, weswegen mein wunderschöner Kontrollschaman im Moment auch keine große Freude macht. Deswegen zeige ich euch jetzt hier das eine Deck, was ich on Stream für 3-4 Stunden gespielt habe, weil auch Quest-Schamane ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß auch nicht, aber es war eigentlich ganz erfolgreich. Ich habe so 20 Games gemacht und habe, glaube ich, 12 Siege, 8 Niederlagen. Es war also tatsächlich ein ganz gutes Deck. Und eigentlich sieht es auch ganz witzig aus. Also, wenn ihr Bock auf die Quest habt, wenn ihr Bock auf ein bisschen kontrolligeren Schamanen habt, gebt gerne mal diesem Quest Heilender Schamanen einen Versuch. So schlecht war das Deck nicht. Hiermit kann man auf jeden Fall auch Priester besiegen. Vom Value her, da muss man also nicht conceden. Und ja, man hat auch weiterhin Hexengebräu, Brunnen, Schulwärterin im Deck, um sich zu heilen gegen Aggros. Und man hat auch weiterhin genug AOEs im Deck. Also, auch gegen Aggro ist dieses Deck weiterhin jetzt nicht total schlecht. Natürlich nicht so gut wie der Kontrollschamane, aber es ist okay. Es ist halt ein guter Mix aus, ich kann Value besiegen, ich kann Aggro besiegen, ich kann auch Midrange besiegen, ich kann so alles so ein bisschen besiegen, aber bin jetzt gegen nichts perfekt. Daraus ist das Deck hier ein ganz guter Mix. Ja. Aber an und für sich, der Schamane, ich weiß nicht, ob durch diesen Buff jetzt der Totem-Schamane irgendwann mal getestet wird von irgendjemandem und gut ist, aber Totem-Schamane, Quest-Schamane, Kontrollschamane, alles ist nicht so richtig geil. Also man kann, glaube ich, schon sagen, der Schaman ist wieder die schlechteste Klasse im Moment. So wie in der letzten Phase auch. Ja, Demon Hunter brauche ich wirklich jetzt nicht viel zu sagen. Hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin, es gibt Aggro-Demon Hunter. Wenn es sie gibt, sieht man sie nicht und sie sind kaum zu finden. Ist mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise spielbar, aber auch das könnt ihr in den letzten Metaberichten irgendwo finden. Das ist weiterhin das Deck der Stunde. Auch das sieht man nicht mehr so oft. Also super oft ist es nicht. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie jedes zweite Game gegen Soul Demon Hunter ist. Das ist vorbei. Aber man sieht dieses Deck. Es gibt es. Es ist immer noch ganz gut, glaube ich, gegen wahrscheinlich immer noch gegen Face Hunter. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht gewinnt es auch gegen Magier. Ich weiß nicht, wogegen es gewinnt. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber das ist das Deck, was immer noch gespielt wird, wo man High Legend Ergebnisse findet. So oder ähnlich, ne? Also einige spielen mit Magteridon, einige spielen ohne Magteridon, einige haben den Panther, einige haben Vulpera, einige haben die Stabmacherin, ja, ich habe den Wandmaker habe ich gesehen, den spielen einige. Also ja, es gibt immer mal wieder 3-4 Karten anders, aber im Kern, die 25 Karten im Kern sind immer gleich und dann gibt es halt so Vulpera, Stabmacherin, Magteridon, gibt es so ein paar Tech-Karten, die halt geändert werden. Aber das ist das Demon-Deck, was man so sieht. Ja, Priester ist auch irgendwie ein bisschen immer das Gleiche jetzt seit ein paar Wochen irgendwie. Also es ist halt Gala-Priest, wobei Gala-Priest ist halt auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, es ist Galakon drin und der Galakon nimmt eine entscheidend wichtige Rolle ein. Und es sind immerhin zwei Invokes drin. Also man kann ihn noch ein bisschen invoken, aber das war es halt auch schon. Galakon ist wirklich nur drin, um, sollte man mal gegen Worries spielen oder vielleicht gegen einen kontrolligeren Schamanen, dass man dagegen eine Chance hat und beziehungsweise dagegen gewinnt. Deswegen ist Galakon drin. Er macht auch 5 Rüstungen, er tötet auch einen Diener, es ist okay.
Und man kann halt auch gegen Aggro-Decks kann man einen Dealer entdecken, den man halt gerade braucht. Also nur Galakrond einmal spielen macht schon Sinn, denke ich. Und dann gibt's halt, ist halt die Frage, wie viel Invokes man spielt. Die meisten spielen kaum Invokes oder halt gerade mal den One-Drop, die jüngeren. Es ist halt ein Einmaler 1-2er, der einem eine Karte gibt. Das ist in Ordnung. Ja, ansonsten ist es halt sehr anti-Aggro ausgelegt. Mit der Kabal, mit dem Akolyten. Das Deck ist aber, glaube ich, noch vor dem Nerf. Insofern so ein richtiges Deck nach dem Nerf. Ob der Akolyt jetzt noch gut genug ist, habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Weiß ich nicht. Aber ja, mit dem Akolyten, mit der Kabal und dann der Welle der Trägheit und Lazulis Plan, Dina klauen. Mit Erneuern, irgendwas Bescheuertes finden und heilen. Apotheose, Pyromancer ist eine mega Heilkombo. Überhaupt Apotheose natürlich, um gegen Aggro zu gewinnen. Also ja, ein sehr ungreediges Deck, um halt gegen die ganzen Facehunter, Demonhunter zu bestehen. Es ist nicht mal Illusia drin. Wenn man jetzt gegen Turtle Mages spielt oder so ein Gedöns oder gegen Maligos-Druiden wirklich, dann könnte man natürlich überlegen, ob man Illusia einmal spielen möchte, um gegen Combo-Decks zu gewinnen oder gewinnen zu können. Aber ja, so oder so ähnlich sieht der Priester aus. Ich nehme mal stark an, dass Highlander Priest auch noch in irgendeiner Art und Weise spielbar ist. Ja, so absolut geil ist der Priester im Moment auch nicht. Und ungefähr so sieht er aus und gefallen tut es mir auch nicht wirklich. Aber ja, so oder so ähnlich wird er gespielt. Die einen spielen mit mehr Removal, ein bisschen mehr Value. Die einen spielen halt Anti-Aggro. Highlander ist möglich. Aber ja, in die Richtung geht's. Ja, Hunter ist einfach nur Face. Es gibt nur Facehunter. Ja, ich denke mal, theoretisch ist auch Highlander Hunter möglich. Ihr könnt mit Sicherheit einen sehr, sehr aggressiven Highlander Hunter bauen, der damit Brand und Zephyr noch sehr, sehr geil ist. Das geht bestimmt. Man sieht es aber kaum und man liest es auch kaum. Aber ich bin mir sicher, es ist noch möglich. Ich glaube, im letzten Metabericht, auch da ist ein Highlander Hunter, glaube ich, zu finden. Könnt ihr machen. Ansonsten, aber auch der ist super aggro-lastig. Ist kein Value-Deck oder kein Midrange-Deck. Es ist aggro, halt mit Zephyr und mit Brand, die halt sehr geil sind. Ja, und das ist so, das ist der Facehunter. Auch den Facehunter gibt es mit Polkelt, ohne Polkelt, dann mit zwei Freezing, eine Freezing, mit Tretfalle, ohne Tretfalle, mit der Sidequest, mit den mit den Gnomen, die halt 3-1-1er verseuchte Gnome spielen. Die Sidequest spielen einige ohne Sidequest. Ja, also auch hier im Kern 25 Karten gleich. 3, 4, 5 Karten werden geändert. So sieht der Facehunter aus. Das ist die. Was heißt traurige Wahrheit? Ich meine, es gibt halt Aggro-Decks. Und zumindest war das ein Deck zum Beispiel, was ich mit. Das ist ein ehrliches Aggro-Deck. Und dieses ehrliche Aggro-Deck konnte ich mit meinem ehrlichen Kontrollschaman besiegen. Ja, das war ein Matchup, das konnte man spielen, das war okay. Es ist kein RNG-Gedöns, kein Created-by-Gedöns. Insofern, ja, ich mag es nicht, ich würde es auch nicht spielen, ich habe da keinen Bock drauf. Aber es ist ein günstiges Deck, also Leute, die ein günstiges Deck suchen, gerne. Und es ist ehrlich, es hat kein großes RNG. Man weiß, worauf man sich einlässt. Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich das mag. Ich glaub, vor 2 Jahren hätte ich das noch anders gesehen, aber mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich sage, komm, ehrliche Decks, so wie der Soul Demon Hunter, so wie der Face Hunter, mein Kontrollschamane einigermaßen, das ist das, was ich gerne spiele. Guck, da fährt schon der Krankenwagen vor und holt sich das RNG ab. Ja. Also ja, wer gerne Aggro spielt, ich denke, das ist kein schlechtes Deck für euch. Billig ist es auch und stark ist es auf jeden Fall auch. Der Paladin, auch der Paladin verändert sich irgendwie nicht. Lustigerweise, wenn ich auf der Meta auf Paladine treffe, sind es zu 90% Pure Paladine. Und da ich ja meinen Kontrollschaman gespielt habe, ist Pure Pala halt viel, viel stärker, weil der Pure Pala halt zweimal die Crusaderin hat für 7 Mana. Also oft zweimal, also mindestens einmal, aber oft sogar zweimal. Und das ist halt so viel Value, weil es eine Karte ist für 7 Mana, die 7-7er Stats hat, was gut ist, und dann noch 5 Karten gibt, was vielleicht eine zweite Lady Liadrin gibt. Also, wenn ich auf der Ladder auf Paladin treffe, es ist fast immer pure. Aber wenn ich ins Internet gehe und ich gucke, was sind die besten Paladin-Decks, was sind die besten Ränge, Leibrim, 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 Leibrim. Mit Federschnipsern, mit Beutehamster, mit Waldpyromancer. Die besten Decks, die besten Ergebnisse ist immer Leibrim Paladin, wenn ich gucke. Auch wenn ich es selber persönlich auf der Ladder fast nie treffe. Deswegen, Leute, wenn ihr Pure Paladin spielen wollt, spielt Pure Paladin. Es ist auch, glaube ich, kein schlechtes Deck. Mit Sicherheit natürlich Legend-fähig, also Legend-fähig auf jeden Fall. Ein gutes Deck. Gegen kontrolligere Decks, glaube ich, sogar besser, auch wenn es die ja kaum gibt. Aber deswegen zeige ich euch das hier. Das hier ist, glaube ich, das Deck, was insgesamt die besten Ergebnisse bringt. Ungefähr. Also, ob man jetzt zwei Federschnipser, zwei Pyros, einen Pyros oder spielt, das sei dahingestellt. Den eifrigen Schüler, die 6-Mana-Karte, den eifrigen Schüler, den spielt auch lange nicht jeder. Auch den muss man nicht spielen. Also man kann hier einige Dinge ändern.
Aber ich habe das Deck gefunden, es war sehr erfolgreich, es war glaube ich Top 50 Legend. Und die Decks sehen alle ungefähr gleich aus. Natürlich, auch hier ändern sich 2, 3, 4 Karten. Aber wenn ihr Paladin spielen wollt, probiert mal diese Variante. Sie ist vielleicht schlechter gegen Control-Decks, aber wie gesagt, es gibt sie sowieso nicht. Und ich denke, dass dieses Deck mit dem ganzen Card-Draw, mit dem Heal von dem Segen, mit Pyromancern und mit Barov wahrscheinlich wesentlich besser und konstanter die guten Karten, die wichtigen Karten gegen Aggro oder gegen Tempo-Decks zieht oder gegen Druiden. Gerade ja, weil Pyromancer, Barov sind wichtig gegen Druiden. Deswegen denke ich, dass insgesamt dieses Deck wahrscheinlich wirklich besser ist auf Ladder gegen diese ganzen Tempo-Aggro-Druiden-Decks, als es der Pure Paladin ist. Pure Paladin mit Sicherheit spielbar, das Deck aber das, was die besten Ergebnisse einfährt, hat sich aber auch seit ein paar Wochen nicht verändert. Insofern, ja. Kommen wir zum Schurken. Und der Schurke macht wirklich eine traurige Entwicklung durch, wieder, weil auch der Schurke, für den Schurken galt oder gilt das Gleiche wie für den Facehunter. Okay, ich mag keine Agro-Decks, ich spiele sie selber nicht gerne, aber es war ein ehrliches Deck. Der Agro-Schurke, der Waffenschurke war ein ehrliches Deck, man wusste, worauf man sich einlässt. Man wusste, was er an Damage-Karten hat und das muss man halt besiegen. Und das konnte ich mit meinem Kontrollschaman auch besiegen, wenn ich wollte, wenn ich gut gespielt habe, wenn ich mich konzentriert habe, wenn der Kato halt passt. Ja, und was ist der Schurke jetzt wieder? Jetzt trifft man zu 70% auf diesen Schurken hier ungefähr. Random-Karten mit Drachenschatz, Random-Karten mit der Pharaonenmieze, Random-Karten mit der Zauberstab-Diebin, die zweimal geschattenschrittet wird. Und dann kommen Puzzleboxen, Pyros oder andere 8-Mana-Spells auf dich zu. Er klaut dir deine eigenen Karten mit Abschreiben. Schattenjuwelier Hana ist die Pest schlechthin, das wissen wir alle. Ja, dann noch Edwin und der rastlose Abenteurer, die halt dick sind und die man halt besiegen muss. Ja, random Leckies, also jeweils random Leckies mit dem Übeltäter, die vielleicht wieder random Spells entdecken. Ja, ihr hört das Problem, oder? Also, der Schurke hat sich entwickelt vom coolen Agro-Waffenschurken, der fair und ehrlich ist, mir ins Gesicht boxt, zum ANG-Entdeckungs-Bullshit-Schurken, der eigentlich lange Zeit war. Galakrond hatte 25 Leckies und hatte das Problem mit den Leckies und auch schon den ganzen ANG-Kack. Jetzt kommt das hier wieder, auch wieder 5000 Karten, die Karten entdecken, die klauen. Wie hat Schattenjuwelier Hana mit den Random Secrets. Auch einer der Gründe, warum Hearthstone im Moment noch weniger Spaß macht als noch vor einer Woche. Und warum der Kontrollschamane noch schlechter ist und man das Deck halt kaum noch spielen kann, weil auch dagegen, du kannst gewinnen, es ist kein super schlechtes Matchup, aber es ist so frustrierend dagegen zu spielen, das ist schon, selbst wenn du gewinnst, macht es keinen Spaß. Ja, also das ist der Schurke, wie er sich entwickelt hat, wie er im Moment oft auftritt. Keine gute Entwicklung, meiner Meinung nach. Ja, Druide, da tut sich nicht viel. Ich habe gestern, nachdem ich dann frustriert den Kontrollschaman sein gelassen habe, habe ich gestern so für eine oder anderthalb Stunden das erste Mal seit Ewigkeiten Druide gespielt. Und das erste Mal Druide gespielt, seitdem es halt die 10-Mana-Karte gibt. Oder seitdem es, also seit dem Addon habe ich das erste Mal Druide gespielt. Und ich habe innerhalb von anderthalb Stunden anderthalb Ränge gut gemacht. Und Leute, ich sage euch, wenn ihr Anfänger seid, oder wenn ihr meint, ihr spielt nicht so gut Hearthstone, oder wenn ihr meint, ich will das erste Mal Legend werden, spielt dieses Deck. Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung vom Druiden, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Deck perfektioniert und ich habe es auch nicht perfektioniert. Aber, Gott, du rammst, Turn 2, 3, 4 rammst du halt mit Traumarte, mit wildes Wachstum. Du spielst, wenn möglich, dann so schnell wie es geht mit Anregen und Gewitterblüte deinen 7-Mana-Spell, mit dem du dann das Board hast, mit dem du dann Karten ziehst oder cleavst. Wenn es geht, spielst du Turn 10 deinen 10-Mana-Spell. Kannst vielleicht, wenn es geil ist, Faurus spielen oder du klatschst halt Turn 9 Ysera aufs Feld und hoffst, dass du Drachen ziehst. Ja, dieses Deck ist, glaube ich, wirklich nicht so super teuer. Wobei Faurus macht es teurer. Also wenn ihr keinen Faurus habt, spielt es halt ohne Faurus. Ich wollte euch nur die Version zeigen, weil die habe ich zum einen ein ganz bisschen selber gespielt und aufgrund von Faurus ist diese Version zumindest ein ganz kleines bisschen lustig. Aber ja, sehr starkes Deck. Super simpel zu spielen, also wirklich gut für Anfänger oder für Leute, die meinen, sie spielen nicht so gut Hearthstone, keine Ahnung. Trotzdem sehr, sehr stark. Wenn du die richtigen Karten ziehst, wenn du die perfekte Curve hast, kann der Gegner fast nichts machen. Ja, meiner Meinung nach ist dieses, es hat mir keine Freude bereits, dieses Deck zu spielen, weil es einfach unfair ist. Wenn du Turn 2 oder 3 diese 7-Mana-Spell spielst, ja, und du hast das Dreifache an den Stats des Gegners auf dem Feld, ziehst noch Karten, hast einen Taunt, und hast dann auch noch irgendwie 8 Mana und der Gegner hat nur 4 oder so.
das ist einfach nicht richtig. Keine Ahnung. Stark ist es, einfach ist es, spielt es. Ja, und zumindest mit VO ist ganz witzig. Und Ysera, ich finde auch Ysera ist einfach kein gutes Design. Diese random Drachen, die dann Maligos, Kaligos oder Deathwing pullen und du hast halt mal zufällig einen 12-12er auf dem Feld. Auch das ist einfach irgendwie komisch. Ja, Druide ist irgendwie komisch. Ja, der Warlock, ich habe gar nicht richtig gesagt, Leute, dieses Video kommt eigentlich zu keinem perfekten Zeitpunkt, weil dieses Video 2-3 Tage nach einem Patch kommt, wo gebufft und genervt wurde. Das sollte man eigentlich nicht unbedingt machen, weil man sollte ja schon ein bisschen warten, bis sich die Meta setzt, beziehungsweise bis sich neue Decks gefunden haben. Deswegen sage ich auch, vielleicht kommt der Totem-Schamane mit dem Buff von dem Totem-Goliath in den nächsten 2-3 Tagen zurück, weil sich irgendjemand Mühe macht und es versucht und es ist plötzlich doch ganz gut. Aber jetzt waren nun mal die 2 Wochen rum, ich wollte den Rhythmus einhalten, ich dachte jetzt noch eine Woche warten, ist auch Blödsinn. Ja. Und ganz ehrlich, so riesig waren die Nerfs und die Buffs jetzt nicht, dass sie jetzt absolut die Meta geändert haben. Nur zum Beispiel beim Zulok ist es schon ein ganzes Ding, weil Dunkelblick wurde ja von 3 Mana auf 2 Mana geändert. Die Stats wurden komplett geändert und der Effekt wurde von du kriegst 2 Mana-Kristall auf du kriegst 1 Mana-Kristall geändert. Das heißt, Dunkelblick wurde wirklich als eine der wichtigen Karten im Deck komplett überarbeitet. Insofern ist der Warlock schon eine interessante Klasse, wo man sich jetzt fragen konnte, wie entwickelt sich das? Ich habe euch jetzt dieses Deck gegeben, weil das Deck hier war, glaube ich, Top 5 Legend nach dem Nerf oder nach der Veränderung mit dem Deck. Also das Deck hier ist wirklich ein After-Patch-High-Legend-Deck. Was also zeigt, dass auch nach dem Patch, nach der Veränderung von Dunkelblick in Standard der Zulok weiterhin ein gutes Deck ist. Ja, das Deck hier spielt jetzt Zephyrus. Das Deck hier spielt den Prime. Auch das ist, habe ich gesehen, das machen alle mal anders. Einige spielen den Prime, einige spielen Zephyrus nicht. Oder die wenigsten spielen Zephyrus, würde ich sagen. Das Deck tut es. Ich wollte euch das hier gerne zeigen, weil das ganz klar ein Deck ist, wo Dunkelblick schon geändert wurde. Genervt, weiß ich nicht. Dunkelblick wurde geändert. Und das Deck hier hat danach, nach dem Nerf, eine sehr gute Performance geliefert. Also ja, wenn ihr Zulok gerne mögt, ich denke, ihr könnt es weiterhin spielen. Ja. Boah, mir fällt gerade mal auf, wie muskulös Gul'dan ist. Hat er ja immer schon so einen großen Bizeps? Leck mich am Arsch. Wahnsinn. Okay, aber an und für sich hat sich an dem Deck eigentlich nichts geändert. Also man braucht dazu auch nichts sagen. Es ist Zulok, es hat sich nichts geändert, aber es ist weiterhin nach der Veränderung von Dunkelblick spielbar. Das wollte ich euch nur sagen und zeigen. Und jetzt kommen wir zu Boops. Jaina ungenervt. Nice. Ja, kommen wir zum letzten Magier. Diese Klasse mag ich auch wirklich gar nicht. Also Magier ist wirklich mit das ätzendste überhaupt im Moment. Theoretisch gibt es einen Highlander Mage noch. Sieht man kaum, aber auch das ist natürlich Rhino, Puzzlebox, Prime, super viel ING, also Bullshit. Macht aber noch am meisten Spaß. Dann gibt es den Turtle Mage. Ich erwähne den Turtle Mage hier kurz. Aber eigentlich ist das Deck, wie gesagt, wir haben gestern im Stream drüber gesprochen, Turtle Mage für mich in den Top 5 der schrecklichsten Hearthstone-Decks, die es jemals gegeben hat. Spielt es nicht, ja, verbreitet die Seuche nicht, tut mir den Gefallen, tut es nicht. So lustig ist das Deck nun wirklich nicht zu spielen, das könnt ihr mir nicht erzählen. Und es macht Hearthstone kaputt, wenn es wirklich dieses Deck öfter geben würde oder sonst, dann macht es Hearthstone für viele Menschen kaputt. Also spielt es nicht, es ist nicht gut. Tut es nicht, es ist böse. Ja, Highlander Mage ist kacke und dann gibt es noch den Tempo Mage. Das Deck zeige ich euch jetzt. Das Deck spielen die meisten. Das Deck ist das Beste, denke ich. Super viel ING. Random Karten mit Uhrzeitlehre, mit Hervorrufung, mit der Zauberstabdiebe, mit Zaubertrick. Random Karten herstellen mit dem Mana Zeiglein. Random Karten mit der Stabmacherin. Random Diener mit Ruf des Beschwörers. Ja, ihr seht, random. 1500 Karten herstellen. Es kann passieren, dass der Magier Turn 5 10 Karten auf der Hand hat oder 8 oder 9 Karten auf der Hand hat, die nicht in seinem Deck waren. Das kann hin und wieder mal passieren. Dass zumindest die Hälfte seiner Hand random ist, kann passieren. Also, starkes Deck. Macht vielleicht auch Spaß zu spielen. Durchaus möglich, die ganzen Karten hin und her zu werfen. Aber an und für sich grausam. Sollte so nicht sein, dass man Turn 4, 5, 6 über die Hälfte der Hand schon random auf der Hand hat und der Gegner weiß nicht, was kommt denn da? Keine Ahnung. Dann kommt noch der Prime, der irgendwelche random Spells schleudert. Oder eine random Puzzlebox, die entdeckt wird, die dann nochmal 10 random Spells schleudert. Ach ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Aber ja, spielt es, ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Also, das war's, Leute. Ihr seht, es hat sich nicht so viel geändert. Ich habe jetzt doch länger geredet, als ich weiß auch nicht, was ich immer mache. Ich kann einfach nicht aufhören. Guckt euch gerne nochmal Metabericht 1, Metabericht 2 an. Da sind
bei jeder Klasse durchaus das eine oder andere Deck, meistens, weil ich ja versuche, euch alle zwei Wochen ein bisschen was anderes zu zeigen, wenn es möglich ist. Also ja, wenn ihr denkt, okay, ich habe jetzt die Decks gesehen, ich würde gerne noch mehr Decks sehen, guckt euch die an, da sind noch ein paar andere. Die Decklisten packe ich wie immer unten in die Beschreibung mit den Dustkosten hinten in Klammern, damit ihr direkt seht, ist das Deck teuer oder billig, kann ich es mir leisten oder nicht, oder will ich es mir leisten oder nicht, das packe ich auch dahinter. Die Decks stammen wie immer meistens von Hearthstone Top Decks, die Quelle packe ich also auch unten rein, also nochmal vielen Dank an Hearthstone Top Decks, die machen wirklich eine super Arbeit. Den Namen der Leute, die die Decks erstellt haben, habe ich immer oben reingepackt. Das Tempo-Deck ist zum Beispiel von Pocket Train. Also natürlich auch Credits und Dank an die Leute, die diese Decks bauen und machen. An die Pro-Gamer oder was weiß ich. Ja. Meine Arbeit ist nur, die Decks hier aufzuführen und darüber zu quatschen. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen zum nächsten Meta-Bericht. Ich drücke fest die Daumen, dass sich die Meta irgendwann mal ändert. Ich drücke fest die Daumen, dass wir nächsten Monat ein geiles Halloween-Event und einen coolen neuen Modus bekommen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Insofern bin ich noch guter Hoffnung, dass auch ich bald wieder mit Spaß dieses Spiel anmache. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns zu allen Infos weiterhin natürlich auf YouTube und natürlich auch weiterhin auf Twitch, wenn wir weiterhin Hearthstone spielen. Nicht mehr ganz so viel, nicht mehr ganz so oft, aber auch das tun wir natürlich auch solange ich jetzt nicht so große Freude habe. Und spätestens natürlich, wenn es wieder Patches und Änderungen kommen, dann legen wir auch wieder mehr los. Ja. Bis die Tage. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs, alle Links unten in der Beschreibung des Videos, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, mach's gut und bleib gesund, ciao.